Wie cool wäre es? Ihr nehmt euer Smartphone, öffnet eine App, bestellt etwas und eine Viertelstunde später ist es da. Wie das in Zukunft möglich sein könnte, will ich euch in diesem Video über Autopiloten für Quadrocopter näherbringen. Mein Name ist Pascal Berger und ich mache dies für das Seminar Avionic Devices. Zuerst will ich euch etwas über die Geschichte von Quadrocoptern und deren Funktionsweise erzählen. Dann über die unterschiedlichen Architekturen von Flugcontrollern und Autopiloten. Dann einen kleinen Ausschwenker zu den unterschiedlichen Leveln von Autonomie von unbemannten Luftfahrzeugen. Und dann komme ich zu dem aktuellen Stand, wie es aussieht und zu guter Letzt dann einem Ausblick, was noch alles damit dann möglich sein könnte. Die ersten Konzepte für Quadrocopter wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. Den ersten Prototypen, das Öhmchen Nummer 2, wurde 1920 gebaut. Dieses brach damals alle bestehenden Rekorde für senkrecht startende Flugzeuge. Es schaffte es, eine ganze Viertelstunde in der Luft zu bleiben und dabei eine Strecke von 1 Kilometer zurückzulegen. Leider, durch die Entwicklung der Taumelscheibe, wurden Quadrocopter mehr oder weniger irrelevant. Der Helikopter mit seinem Hauptrotor wurde einfach der Standard. Dadurch gab es bis in die 70er Jahre keinerlei großen Entwicklungen bei den Quadrocoptern. Das US-Militär hatte mehrere Prototypen und Konzepte, wie zum Beispiel das Curtiss Wright VZ-7, die aber auch nie über den Prototypenstatus hinausgekommen sind. Zu Beginn der 90er hat Bell Boeing nochmal versucht, mit dem Quad-Tilt-Rotor ein größeres Militärfahrzeug zu produzieren. Dieses ist aber auch niemals über den Konzeptstatus hinausgekommen. Erst als Mikrochips günstiger wurden, kamen Mitte der 90er dann die ersten kleinen Quadrocopter in Japan heraus. Den ersten wirklichen Quadrocopter, der sich als solches aber bezeichnen lässt, war der Dragonfly aus Kanada. Dieser kostete damals aber ganze 2500 US-Dollar und war damit nicht sonderlich erschwinglich. Den wirklichen Vormarsch hatten Quadrocopter Mitte der 2000er Jahre. Da waren Sensoren und die Mikrochips, die notwendig waren, um Quadrocopter zu steuern, so kostengünstig, dass es sich lohnte, diese in kleinen, leichten Luftfahrzeugen einzubauen. Es gibt effektiv zwei unterschiedliche Rotorkonfigurationen für Quadrocopter. Links zu sehen ist die Plus-Konfiguration. Dort sind die Rotoren auf der Längs- und Querachse angeordnet. Rechts bei der X-Konfiguration sind diese dann einfach um 45 Grad versetzt zur Längsachse. Das Wichtige aber bei allen Konfigurationen ist, dass zwei Rotoren sich im Uhrzeigersinn drehen und zwei gegen den Uhrzeigersinn. Die X-Konfiguration wird öfters genutzt, deswegen werde ich jetzt anhand dieser die Funktionsweise erklären. Der Übersicht halber nummeriere ich die Rotoren durch. Die ungeraden drehen sich im Uhrzeigersinn und die geraden drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Jeder Rotor erzeugt eine Auftriebskraft Fr sowie ein Drehmoment Mr. Um den Quadrocopter in der Schwebe zu halten, muss die Gesamtkraft aller Rotoren zusammen gleich groß sein wie die Gewichtskraft. Dabei ist aber auch wichtig, dass die Momenten der Rotoren alle gleich groß sind, sodass der Quadrocopter sich nicht dreht. Für die weiteren Bewegungen wird angenommen, dass die Gesamtrotorauftriebskraft immer gleich der Gewichtskraft ist. Wenn nun die Rotoren 1 und 2 sich langsamer drehen, dadurch eine niedrigere Auftriebskraft erzeugen, die Rotoren 3 und 4 dafür aber schneller drehen, sodass die Gesamtauftriebskraft immer noch gleich ist, neigt sich der Quadrocopter leicht nach vorne und dies resultiert in dann auch einer Vorwärtsbewegung. Wenn nun die Rotoren 1 und 4 eine geringere Auftriebskraft erzeugen und die Rotoren 2 und 3 eine dementsprechend größere, dann resultiert daraus eine leichte Neigung nach links und dementsprechend bewegt sich dann auch der Quadrocopter nach links. Wenn nun die gegenüberliegenden Rotoren 1 und 3, die sich im Uhrzeigersinn drehen,
eine geringere Auftriebskraft erzeugen und damit auch ein geringeres Drehmoment, weil sie sich langsamer drehen, müssen ja die Rotoren 2 und 4, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehen, dementsprechend eine größere Auftriebskraft erzeugen, dementsprechend dann auch ein größeres Drehmoment erzeugen. Dies sorgt dann dafür, dass das Gesamtdrehmoment, das auf den Quadrocopter wirkt, auch größer ist, und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Dies resultiert dann darin, dass der Quadrocopter sich im Uhrzeigersinn dreht. So ist es damit dann möglich, den Quadrocopter auf allen seinen drei Achsen zu drehen und somit holonom im Raum zu bewegen. Aber um einen Quadrocopter fliegen zu lassen, benötigt es nicht nur Rotoren. Die Schlüsselkomponenten sind bei allen Quadrocoptern gleich, jedoch können sie auf die unterschiedlichsten Arten verbaut werden. Das Grundgerüst ist ein Rahmen oder Gehäuse, in dem alle Komponenten befestigt sind. Der Akku ist dabei meist die schwerste Komponente und entscheidend für die Flugzeit der Drohne. Um sie zu steuern, gibt es einen Receiver und für Video und andere Daten auch eigentlich immer einen Transmitter. Je nach Typ hat die Drohne unterschiedliche Sensoren. Eine Kamera, GPS und ein IMU sind mittlerweile Standard. Darüber hinaus noch Ultraschall, Infrarot und sogar LiDAR oder Laserscanner sind verfügbar. Das wichtigste Stück ist dabei auch der Controller, der alle Daten und Kommandos verarbeiten muss, sowie die Motoren steuert. Der Controller kann nur eine physikalische Einheit sein oder auch mehrere Prozessoren, die untereinander kommunizieren. Die folgenden Darstellungen beziehen sich nur auf den Aufbau der Software. Wie diese realisiert wird, hängt von der Hardware dann ab. Die meisten Controller haben eine Unterteilung in ein High Level und ein Low Level. Auf dem Low Level finden die einfacheren Verarbeitungen von Sensoren und die Steuerung der einzelnen Komponenten statt. Dies beinhaltet das Auslesen der Sensoren und die Verarbeitung der Daten. Aus diesen wird die Information extrahiert, sodass sie gegebenenfalls an den High Level Controller weitergegeben werden. Die meisten Daten werden aber nur auf dem Low Level genutzt und dienen dazu, das Fahrzeug stabil in der Luft zu halten, die Position und Orientierung zu berechnen und potenziell auch auf direkte Einflüsse aus der Umgebung zu reagieren, wie zum Beispiel ein Hindernis und davor stehen zu bleiben. Der Status der einzelnen Komponenten wird hier kontrolliert, sodass das Fahrzeug auch funktionstüchtig bleibt, also der Ladestand des Akkus zum Beispiel. Manchmal gibt es noch eine Unterteilung der Low-Level-Controller in Perception, die Wahrnehmung, und Motion, die Bewegung, sodass diese klar voneinander separiert sind. Wichtig zu beachten ist, dass nur das Low-Level mit der Umgebung interagiert und das High-Level nur noch abstrakte Informationen darüber erhält. Das High-Level ist zuständig für die Kommunikation von Befehlen mit der Außenwelt. Dies kann ein Mensch sein, der die Drohne steuert, oder auch andere Drohnen, mit denen zusammengearbeitet wird. Die Planung der Aktionen und Befehle findet auf diesem Level statt und die aktuelle Mission ist ebenfalls auf diesem Level definiert. Eine Mission kann stark nach Autonomiegrad des Fahrzeugs variieren, von einfachen Position halten bis zu komplexeren Aufgaben wie finde ein Objekt und bringe es zurück. Der eigentliche Autopilot ist auf dem High Level. Es gibt die unterschiedlichsten Architekturen für Autopiloten für unbemannte Luftfahrzeuge. Dabei wird oft zwischen reaktiven und deliberativen, also überlegten Architekturen unterschieden. Ich werde auf drei der am häufigsten genutzten eingehen. Die erste und einfachste ist die Behavior-Oriented Architecture. Sie gehört zu den reaktiven. Es gibt eine Reihe von Aktionen, also Verhalten, die bei entsprechendem Input ausgewählt und dann ausgeführt werden. Für das Fahrzeug zählen also nur die momentan aufgenommenen Sensordaten. Als Beispiel, ein Hindernis ist in der Flugbahn. Der Autopilot entscheidet, hochzufliegen und dann weiter. Bei der Agent-Oriented Architecture handelt es sich um eine Mischung aus reaktivem und deliberativem Verhalten. Es gibt mehrere Agenten, die einen bestimmten Aufgabenbereich haben. Sie reagieren auf einkommende Daten, verarbeiten jedoch diese teils mit Hilfe von anderen Agenten oder vorher erhaltenen Daten. Dies erlaubt bessere Entscheidungen. Wenn wir, wie bei der Behavior-Oriented Architecture, auf ein Hindernis getroffen sind, gibt es mögliche Aktionen, es zu überfliegen. Jedoch war aus bisherigen Daten bekannt, dass es eine Decke gibt. Also wird sich dafür entschieden, das Hindernis seitlich zu umgehen. Zuletzt die Three-Layer Architecture.
Sie besteht ebenfalls aus reaktiven und deliberativen Elementen. Wie der Name schon sagt, gibt es drei unterschiedliche Schichten. Das deliberative Layer beinhaltet die gesamte Mission und hat die Übersicht über die bisher gesammelten Daten. Sie gibt Aufgaben an die darunterliegende Executive Layer. Diese managt die gegebenen Aufgaben und gibt sie an die richtigen Stelle an die noch niedrigere Schicht, die Functional Layer. Hier werden die Aufgaben abgearbeitet sowie auf einkommende Daten direkt reagiert. Die realen Aufgaben der jeweiligen Schicht können dabei stark variieren, je nach Autonomie des Luftfahrzeugs. Autonomie bezeichnet den Grad, mit dem ein unbemanntes System eigenständig handeln kann. Es gibt unterschiedliche Definitionen und Einteilungen dafür. Das Autonomy Levels for Unmanned Systems, ALPHAS Framework, entwickelt von dem National Institute of Standards and Technology aus den USA, teilt die Autonomie in 10 Level ein. Diese werden anhand von 3 Faktoren bestimmt: die Komplexität der Umgebung, die Komplexität der auszuführenden Mission und die Unabhängigkeit von Menschen, die das unbemannte Fahrzeug dabei hat. Die Unterteilung ist dabei nicht mit klaren Grenzen definiert, sondern geht fließend ineinander über. Level 0 ist dabei ein Fahrzeug, das nicht ohne den Menschen kann. Jegliche Funktion muss gesteuert werden. Also, wenn kein Gas mehr gegeben wird, stürzt das Gefährt einfach ab. Ferngesteuerte Autos und Modellflugzeuge befinden sich auf diesem Level. Environment und Mission Complexity haben auf diesem Level noch keinerlei Einfluss, da alles komplett vom Mensch gesteuert wird. Bei den Leveln 1 bis 3 handelt es sich um Fahrzeuge, die schon etwas unabhängig von Menschen sind und einfache Aufgaben alleine lösen können. Dies bedeutet im Fall von einem Quadrocopter, dass, wenn keine äußeren Einwirkungen kommen, er seine Position in der Luft halten kann. Befehle wie "Flieg vorwärts" kann er ebenfalls ausführen. Die korrekten Motoren werden dann automatisch vom Controller entsprechend angesteuert. Die simplen Quadrocopter befinden sich in diesem Bereich. Die erste wirkliche Interaktion mit ihrer Umgebung machen Fahrzeuge des Levels 4 bis 6. Diese können vor Hindernissen warnen oder sogar automatisch schon anhalten. Durch mehr Sensoren ist es ihnen auch möglich, bei Wind ihre Position zu halten oder auch Befehle wie selbstständig an einen Ort zu fliegen erfolgreich auszuführen. Für diese Autonomie wird schon ein leistungsstärkerer Controller mit komplexerer Software benötigt. Jedoch Mittelklasse-Quadrocopter im Hobbybereich haben heutzutage diese Ausstattung bereits schon. Interessant wird es ab dem Level 7. Die Drohne ist in der Lage, komplexere Aufgaben, die mehrere Arbeitsschritte hintereinander erfordern, zu lösen. Der Mensch gibt nur die Mission vor und das Fahrzeug muss sich selbstständig einen Plan erarbeiten und gegebenenfalls diesen auch anpassen, wenn sich die Umgebung ändert. Bei fortgeschrittenen Systemen ist sogar die Zusammenarbeit zwischen mehreren Drohnen möglich. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, muss das unbemannte Luftfahrzeug eine umfassende Sensorik und eine leistungsstarke Rechnereinheit besitzen. In diesem Bereich wird noch viel geforscht und es gibt noch keine breit verfügbaren Quadrocopter, die in diese Kategorie fallen. Das letzte Level ist bisher mit keiner Maschine erreicht. Eine fast hundertprozentige Unabhängigkeit von Menschen erfordert die Entscheidungsfähigkeit auf dem Niveau eines Menschen. Das Fahrzeug kann seine eigene Mission abwandeln und selbst in Umgebungen, die für Menschen unzugänglich oder zu gefährlich sind, erfolgreich agieren. Bisher sind solche Maschinen nur Zukunftsmusik. Einerseits ist die Vorstellung sehr faszinierend, jedoch gleichzeitig aber auch erschreckend, welche Möglichkeiten sich damit eröffnen würden. In den letzten Jahren sind Quadrocopter immer populärer für die unterschiedlichsten Bereiche geworden. Dies liegt vor allem daran, dass Mikrochips immer günstiger und leistungsstärker werden. Außerdem wurden Akkus leichter und haben immer größere Kapazitäten. Dadurch können Quadrocopter entweder wesentlich länger in der Luft bleiben oder eine größere Last tragen. In Film und Fernsehen erlauben sie ohne größeren Aufwand spektakuläre Luftaufnahmen oder schaffen Kameramanöver, die kein Mensch bewerkstelligen könnte. Mittlerweile werden Feuerwerke auch durch Lichtshows mit Drohnen ersetzt. Wie in dem Video hier zu sehen ist, fliegen dabei hunderte Drohnen synchron bestimmte Positionen ab. Dabei fliegen sie autonom und ein Mensch hat nur die jeweiligen Muster vorgegeben. Aber es gibt auch lebensrettende Einsatzmöglichkeiten.
Wenn bei Katastrophen die Infrastruktur nicht mehr genutzt werden kann, sind Quadrocopter optimal, da sie keinerlei Flugplätze benötigen und sehr kompakt sind. Sie werden genutzt, um einen Überblick über die Lage zu erstellen und finden Menschen, die in Not sind. Die heutigen Drohnen sind dafür unter anderem mit Infrarotkameras ausgestattet, was auch den Einsatz bei Nacht oder schlechter Sicht erlaubt. Oder die TU Delft in den Niederlanden, wo eine Drohne entwickelt wurde, die einen Defibrillator mit sich trägt. Mit dieser ist es möglich, in der Innenstadt schneller als jeder Krankenwagen am Einsatzort zu sein und gleichzeitig den Operator einen ersten Überblick über die Lage zu geben. Ironischerweise werden Quadrocopter auch eingesetzt, um Drohnen abzufangen. Es ist ein immer größeres Problem, dass Drohnen an Orte kommen, wo sie nicht hin sollten. Zum Beispiel an Flughäfen gibt es immer öfter das Problem, dass Drohnen in den Luftraum der Flugzeuge eindringen, was erhebliche Unfälle verursachen kann. Deswegen wird Feuer mit Feuer bekämpft. Unter anderem hier an der Universität Würzburg in unserem Lehrstuhl Luft- und Raumfahrtinformatik gibt es das Projekt MITRAS, bei dem zwei Quadrocopter mit einem Netz andere Drohnen einfangen können. Die Schattenseite ist natürlich auch, dass Quadrocopter für kriegerische Zwecke eingesetzt werden, sei es nun für die Feinderkundung oder sogar das Abwerfen von Bomben. Aber man sollte natürlich trotzdem mit Hoffnung in die Zukunft blicken. Quadrocopter und Drohnen haben das Potenzial, das Leben vieler Menschen zu verbessern. In dichter besiedelten Gebieten könnten Briefe, Päckchen oder Essen ausgeliefert werden und so den Verkehr in den Innenstädten reduzieren. Der Zugang zu Medizin oder wichtigen technischen Geräten kann so schnell und ohne Infrastruktur in den entlegensten Gebieten ermöglicht werden. Und wer weiß, vielleicht sehen wir in Zukunft Luftschiffe, aus denen Drohnen schwärmen und unsere heiß ersehnten Pakete zustellen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und danke euch fürs Zuschauen.